Mein Name ist Jennifer Schlaghecken, ich bin eine geborene Kinderdick. Ich wurde am 28.04.1984 in Wese geboren. Aufgewachsen bin ich in Anholt und auch dort zur Grundschule gegangen. Die weiterführende Schule habe ich in Bocholt besucht, dort war ich auf dem Kapu. Dementsprechend habe ich auch meine ganze Jugendzeit in Bocholt verbracht. Anschließend habe ich nach dem Abitur im Jahr 2003 die Ausbildung bei der Stadt Bocholt angefangen, im gehobenen Dienst. Beendet habe ich diese Ausbildung im Jahr 2006, habe daran angeschlossen direkt ein Fernstudium an der Fernuniversität Hagen, Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt steuerliche Betriebswirtschaftslehre und habe dort meinen Abschluss 2010 absolviert und bin durchgängig in Finanzbereichen der Stadt Bocholt gewesen. Bevor ich jetzt in der Kämmerei gelandet bin und Kämmerin geworden bin, war ich in Krefeld für ein Jahr und habe mich dann entschlossen, wieder zurückzukommen. Die Liebe zu den Zahlen habe ich immer schon gehabt. Das hat sich schon in der Grundschule abgezeichnet. Mathematik war immer eins meiner besten Fächer, sodass ich auch mein Abitur mit dem Leistungskurs Mathe hatte. Und auch in den Studiengängen hat sich das durchgezogen mit Schwerpunktfächern im mathematischen Bereich. Grundsätzlich sehe ich es so, dass die Stadt Bocholt auch schon in der Vergangenheit recht gut aufgestellt war finanziell, besonders wenn man die Stadt Bocholt im Vergleich zu anderen Städten sieht. Natürlich wird Corona seine Folgen haben. Man sieht es ja jeden Tag in der ganzen Umwelt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir mit Bocholt weiterhin gut aufgestellt sind. Wir haben einen guten Mittelstand im Gewerbebereich, sodass ich auch darauf hoffe, dass die Stadt Bocholt weiterhin finanzstark bleibt. Die Beteiligungen sind schon seit langer Zeit Teilbereich des Fachbereiches Finanzen und ich sehe da den Schwerpunkt drin, gerade in steuerlichen Gesichtspunkten etc., die natürlich auch immer wichtiger werden, dass man da einfach ein vernünftiges Management auffahren muss, sodass dort vernünftige Strukturen hinterlegt sind und die Beteiligung eine gewisse Gewichtung bekommen. Natürlich ist das ein Kompliment, dass man als erste Frau gewählt worden ist. Nichtsdestotrotz denke ich, es geht hier einfach ums Fachliche und ob Mann oder Frau. Ich muss meinen Job gut machen und ich hoffe, dass ich das tun werde. Ich habe noch nie viel von mir in einem Internet preisgegeben, weil ich denke, das ist irgendwo eine Privatsphäre, die man da hat. Natürlich ist über mich weniger zu erfahren, wenn man nur meinen jetzigen Nachnamen eingibt. Viele kennen mich aber auch mit meinem alten Namen, da ich hier auch Handball gespielt habe in Bocholt. Von daher denke ich, wissen die Leute oder einige Leute schon etwas über mich. Ja, ich bin im Isseburger Blasorchester im Vorstand als Beisitzerin tätig, da ich schon Saxophon spiele, seitdem ich 8 Jahre alt bin und das ein Hobby ist, was ich auch nicht mehr loswerde.